Hallo und herzlich willkommen, ich bin euer Mr. Welle 1974, wir sind bei Evoland Folge 16. Ich hätte nicht gedacht, dass es so lange ist, aber ich stelle mich auch total bescheuert an. Aber das letzte Mal haben wir alles abgeräumt und ich habe mal wieder eine Spielmechanik verstanden. Hey, das ist meine Malta. Ich bin Tom Toller, ich möchte einfach mal kurz, dass alle Leute still applaudieren und einfach sagen, ja. Die Geriatrie hat auch Vorteile. Kampf. Ich möchte hier landen. Das ist ja schlimmer als das Parkleitsystem in Dortmund. Was soll denn der Scheiß? So. Mama. Mama. Allein deswegen hau ich jetzt die Schildkröte zum Brei. Ach komm. Kost die Welt. Damit. So, was hast du jetzt davon? Wir hätten das ja friedlich klären können. Baba Mumba 50 Schaden. Wäre das bei FF so, würde ich ihn umtauschen. So, ab in den Mana-Baum. Endkampf. Sephiroth, komm hervor! Zeige dich! Ich habe euch erwartet. Natürlich hat er das. Kenn ich auch das Drehbuch. Endlich seid ihr hier. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Vor langer Zeit herrschten die Meinen über dieses Land. Langweilig. Doch man machte Jagd auf sie, um ihre Hörner zu rauben. Nur ich habe überlebt. So ist ein geiler Enfi. Und heute werde ich Rache üben. Euch wird das dasselbe Schicksal wie das Mädchen heilen. Eine Geschlechtsumwandlung? Der Mana-Baum soll euer Grab werden. Ja, komm, mach hin. Komm. Auf zu quatschen. Fight! Also deswegen, das ist jetzt sehr stark. Was jetzt nicht verkehrt ist, muss man ganz klar sagen. Ah, komm. So, zweite Form, ihr könnt euch das denken. Blöd.
Wisst ihr, was ich tue? Ich speichere mal eben. Das kriegen wir mal eben kurz schnell hin. So. Bevor wir da irgendwie den Fortschritt 10 mal wiederholen müssen. Nee, ist klar. Ich bin beim Endkampf, warum startet. Ich hab jetzt nicht unbedingt Zeit für dich. So. Ja, Deutschland, der Sommer der Wespen. Oh, nochmal. Versuch 2. Blablabla. Oder wie das in den Nintendo-Games immer ist. Die Sprachausgabe hat sich nie durchgesetzt, liebe Freunde von Big N, ne? Mach hin. Fight! Komm, willst du noch was? Brauchst du erst deine Angriffsanimationsphase oder was? Ein bisschen aufpassen. Ich hab zwar vier Herzen, aber ich muss hier nicht ewig was abkühlen. Na komm, machen wir erstmal. Wenn du schon drehen willst. Das war Nummer 1. Ah, komm. Du machst dich schon platt, mein Freund. Also, das Gute muss gewinnen. Da steht's am Drehbuch. Ah, das ist toll. Mein Güte, hallo. Es ist jetzt die rechte Hand dran, hallo. Meine Güte, kann ich mal bitte mit den Buffis arbeiten? So, haben wir. Immer aufpassen. Das war kritisch. Den hätten wir schön haben können. Ja, voll tot. Und das ist erst die zweite Form. Ah, zu spät. Was mache ich denn hier? Ich verpenne den Endkampf. Du machst nochmal. Einfach mal gucken, ob ich in der ersten Phase kaum Schaden nehme. Und in der zweiten Phase muss ich halt mal ein bisschen nicht so auf Risiko nehmen. So. Ah, ich muss natürlich auch treffen. Flawless fertig. Ja, ich kriege es aber schön ab. Das war Nummer 1. Kann ich einfach so stehen bleiben. Klingt, wenn du mal einen Kanal machst, der sich hier um gesundes Essen und so Gedanken macht.
Da wäre das nicht passiert. Das ist doof, aber... Und weg. Wissen, in welcher Richtung der mal geht, dann ist das machbar. Ah, Scheiße. Weil dann geht das nicht. Dann kriegt man den nicht hin. Das sieht auf jeden Fall schon mal wesentlich besser aus als die beiden anderen. Mein Gott, das zerbricht doch. Vogel. Boah, ist der hart gesunken. Ah, und wenn du natürlich hier aber die falsche Runde machst, kriegst du einen Trick. Irgendwas ist doch falsch hier. Verarsch mich doch. Der geht doch bestimmt gar nicht so. Wisst ihr was? Aus Protest beende ich jetzt die Folge. Weil, kann ich mir nie vorstellen. Ich muss da eben sicher eigentlich 500.000 Mal draufhauen. Man hat da so einen komischen Ball im Rücken. Ich probiere mal was. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.